Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast in der alten Geschichte. Wir sind zwei Masterstudenten von der Uni Oldenburg. Mein Name ist Christoph. Und mein Name ist Vanessa. Bei uns geht es heute um die Entwicklung einer kleinen Stadt zu einer Fernhandelsmetropole und einem Global Player. Die Oasenstadt Palmyra befand sich dabei inter du imperia, das heißt zwischen zwei Imperien. Diese waren das Partherreich und das Römische Reich. Kennt die Stadt heutzutage nur noch aus negativen Nachrichten über die schrecklichen Taten des IS in Syrien. Dadurch wurden bedeutsame Zeitzeugnisse einer einzigartigen Kultur zerstört. Der Archäologe Andreas Schmidt-Collinet führte die Ausgrabungen in Palmyra, welche aufgrund des Krieges im Nahen Osten vorzeitig beendet werden mussten. Nun, nach Rückzug der Terrormiliz, steht der Wiederaufbau des Baal-Tempels und anderer zerstörter Bauten zur Diskussion. Es gibt nicht nur Befürworter, sondern auch kritische Stimmen, die sich gegen eine Rekonstruktion aussprechen. Aber bei uns soll es heute nicht vordergründig um diese Diskussion gehen, sondern auch um ein anderes Thema, das da wäre. Vanessa? Unser heutiges Gespräch soll sich nämlich um den Aufenthalt des römischen Kaisers Hadrian in Palmyra drehen und die palmyrenische Rezeption seines Besuches. In diesem Zeitraum, um genau zu sein, 129 nach Christus, kam hoher Besuch nach Palmyra. Der römische Kaiser erwies die Stadt die Ehre und machte auf seiner zweiten Syrienreise einen Abstecher in die Oase Tadmor. Dieser Besuch ist von besonderer Bedeutung, da es der erste Aufenthalt eines römischen Kaisers in Palmyra war. Verschiedene Inschriften belegen den Aufenthalt des Kaisers und veranschaulichen den wachsenden römischen Einfluss. Doch bevor wir uns mit den ausgewählten Quellen beschäftigen, wollen wir uns noch einmal kurz Palmyra und dem Nachfolger Trajans sowie den Besonderheiten seiner Herrschaft zuwenden. Hadrian bereiste unter anderem Gallien, Britannien, den Norden Afrikas, Griechenland, Syrien und eben dort auch Palmyra. Er nutzte die Reisen vor allem für seine Machtkonsolidierung und für seine Selbstdarstellung. Dadurch wirkte er zugänglicher und war informierter. Abschließend kann man sagen, dass Hadrian durch seine Reisetätigkeit das Reich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur regiert, sondern auch erlebt hat. Kommen wir zurück zur Stadt Palmyra. Ich würde dafür erst einmal auf die Entstehung der Stadt eingehen und diese geografisch einordnen. Das Stadtgebiet Palmyras erstreckt sich über mehrere tausend Quadratmeter. Es ist östlich von Homs gelegen, inmitten des arabischen Wüstenplateaus. Die Stadt ist ein Gateway zwischen Rom und Partherreich. Die Westintegration hat bereits unter Julius-Claudischen und Flavischen Kaisern begonnen, erhielt jedoch erst im 2. Jahrhundert nach Christus einen rasanten Schub. Als junge Stadt verfügt Palmyra zwar über religiöse und soziale Praktiken, jedoch fehlt es ihnen an Monumentalisierungsinstrumenten, weshalb sie diese aus den umliegenden Machtzentren adaptierten. Der Kulturkontakt insbesondere zum Römischen Reich beeinflusste Palmyra sehr. Hierdurch fand in Palmyra ein kreativer und einzigartiger Prozess der Kulturbildung statt. Es handelt sich dabei nicht um eine simple Kulturvermischung, sondern es entstand eine neue und eigenständige Kultur. Würdest du dem zustimmen, Christoph? Ja, durchaus. Aber nicht zu vergessen, auch der Karawanenhandel hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Palmyra bot eine verkehrsgünstige Handelsroute zwischen Orient und Okzident. Und dies machte sich durchaus bezahlt, denn der Handel verschaffte Palmyra finanziellen Aufschwung und einen gewissen Handlungsspielraum. Es stand in keiner staatsrechtlichen Abhängigkeit zu den umliegenden Reichen. Der Fernhandel entwickelte sich exponentiell, was uns unmittelbar zurück zum Besuch Hadrians und unserer ersten Quelle führt. Der vollständige Titel lautet »Das Steuergesetz des Warenaustauschs von Hadriana Tadmor und über die Wasserversorgung von Aelius Caesar«, welcher übrigens als Nachfolger Hadrians adoptiert wurde, aber noch vor ihm starb. Was ist denn das Besondere an dieser Quelle, Christoph? Gut, dass du fragst. Die Quelle zeigt bereits in ihrem Titel eine interessante Formulierung, die in dem alten Gesetz so noch keine Verwendung fand. Die Stadt Palmyra wird hier mit ihrem Ehrentitel Hadriana Tadmor genannt, der ihr vom Kaiser als Ehrung zuerkannt wurde. Hierdurch wird gleichzeitig der Steuertarif mit dem Kaisernamen höchstpersönlich betitelt, was die römische Autorität wiederzuerwecken scheint und den Einfluss auf das palmyrenische Tarifsystem demonstriert, welches seine Anfänge bereits bei Germanicus hatte. Welche konkreten Veränderungen beinhaltet denn der neue Steuertarif? Wie schon genannt, ist das alte Steuergesetz noch unter Germanicus in Kraft getreten und wirkt auf den ersten Blick, im Gegensatz zum neuen, ziemlich unübersichtlich. Beide Gesetze regeln jedoch die Ein- und Ausfuhr von Ware und die jeweilige Abgabe, die hierdurch zu verrichten ist. Lass mich hierzu kurz ein Beispiel nennen, um die Abgaben ein bisschen zu veranschaulichen.
Es wird genannt, dass zum Beispiel auf den Import von Sklaven nach Palmyra und in dessen Umgebung eine Steuer von 22 Dinaren zu verrichten ist. Die Nutzung der Wasserquellen über ein Jahr kostet, und das ist gleichzeitig die höchste Abgabe im Gesetz, 800 Dinaren. Die Römer haben somit ein akribisch ausgearbeitetes Gesetz formuliert, welches die Abgaben genau aufführt. Es hat den Anschein, dass Rom danach strebte, durch die Kontrolle des Steuertarifs auch die Kontrolle über die Preise und Abgaben zu erlangen, die schlussendlich auch Rom zugute kamen. Ah, daran erkennt man sehr gut den stärker werdenden römischen Einfluss auf den Markt und Handel. Das Tarifgesetz steht also am Anfang einer sich intensivierenden Handelsbeziehung zwischen Rom und Palmyra. Aber nicht nur das Tarifgesetz ist ein Beleg für den aufblühenden Handel, sondern auch die Inschriften über den Palmyrener Suados. Dieser wird für seine Mithilfe beim Karawanenhandel geehrt. Oh, stimmt. In der Quelle heißt es, Suados hat bei vielen und wichtigen Gelegenheiten eifrig den Kaufleuten und Karawanen geholfen und sein Leben und Vermögen für die Interessen seines Vaterlandes riskiert. Er wurde dafür nicht nur mit einer, sondern gleich mit 4 Standbildern auf der Agora geehrt. Und das auch noch auf öffentliche Kosten. Was für eine besondere Ehre. War das üblich in Palmyra? Ja, durchaus. Viele Bürger wurden für besondere Taten in dieser Weise geehrt. Dies beruht auf dem Euergetismus. Dies könnte man übersetzen als Herrschaft durch Wohltätigkeit. Das war vor allem typisch in Städten des östlichen Mittelmeerraums. Man gewann durch eine solche Ehrung sowohl soziales Kapital als auch politischen Einfluss. Genau. Suados beschützte die Karawanen und war daher von besonderer Bedeutung für die Kaufleute. Seinen ökonomischen Einfluss wandelte er, wie du gesagt hast, geschickt in politisches Kapital um. Und mit Bezug auf Hadrians Besuch könnte man sagen, dass der größte Wohltäter im Römischen Reich somit der Kaiser war, den keiner übertreffen durfte. Dieser wird auch in der Quelle genannt. Die Nennung des Kaisers als Veranlasser der Ehrung lässt dem Geschehen eine größere Bedeutung zukommen. Da stimme ich dir zu, Vanessa. Die Ehrungen haben eine große Bedeutung für die Erinnerungskultur und sind deutlich sichtbar im Stadtbild. Das Stadtbild ist ein guter Aufhänger, denn dieses hat sich im 2. Jahrhundert nach Christus stark gewandelt. Es fand eine starke Orientierung an der römischen Kultur statt. Ein besonders eindringliches Beispiel für die Multikulturalität Palmyras ist der Beeltempel, welcher 32 nach Christus errichtet wurde. Auf dem bereits bestehenden Grundriss wurde im 2. Jahrhundert nach Christus ein Giebel errichtet, welcher den Bau römisch-hellenistisch erscheinen ließ. Zudem wurde der Tempel um ein Propyläum, also einen Torbogen, und einige Säulen erweitert. Der Eingang auf der Längsseite sei hingegen ein Merkmal der orientalischen Baukultur. Damit ist der Beeltempel eines der eindrücklichsten Beispiele für die enge Symbiose der westlichen und östlichen Baukultur. So ist es. Und die monumentale Säulenstraße zum Tempel hin fungierte als zentrale Durchgangsstraße der Stadt. Die Baukultur spiegelt also mit schlussendlich die gesellschaftlichen Entwicklungen in Palmyra wider. Der Kulturkontakt mit Rom führt dabei zu einer Veränderung des Baustils. Man könnte auch von einer stillen römischen Durchdringung sprechen. Ja, aber nicht nur die römische Kultur wirkte ein auf die Baukultur, sondern die Stadt bediente sich bei verschiedenen umliegenden Machtzentren, wie zum Beispiel den Parthern und Griechen. Es fand eine umfangreiche Adaption fremder Kultur statt. So entwickelte Palmyra eine ganz eigene Kultur, indem sich die Stadt aufgeschlossen gegenüber Neuem zeigte. Mich interessiert noch die Frage, welche Rolle hatte Hadrian in diesem ganzen Entwicklungsprozess? Ich sehe das durchaus kritisch und denke, dass Hadrians Besuch nur einer von mehreren Faktoren war, der das Stadtwerden Palmyras beeinflusste. Mit Blick auf die Baukultur zeigt sich eine Assimilation verschiedenster Kulturen. Ob der Besuch Hadrians konkrete Auswirkungen hatte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ich würde dir da widersprechen, Vanessa. Zwar lässt sich nicht genau sagen, wie groß die Auswirkungen waren, jedoch zeigt der Beiname der Stadt, Hadriana Tadmor, einen erstarkenden Einfluss der Stadt Roms und der römischen Autorität. Der Kaiserbesuch verlieh der Stadt gewisses Prestige und kann schon als bedeutsam gesehen werden. Oh ja, das habe ich außer Acht gelassen. Es handelt sich wohl um eine graduelle Annäherung und auf jeden Fall eine Intensivierung der Beziehung zwischen Rom und Palmyra. Ich denke, in erster Linie hatte der Besuch einen symbolischen Wert für die Stadt. Da das erste Mal ein römischer Kaiser einen Abstecher in die Oasenstadt machte. Dem stimme ich zu. Eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Ich konnte viel mitnehmen. Ich hoffe, das ging unseren Zuhörern auch so.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für das nette und anregende Gespräch mit dir, Vanessa. Wir konnten die Kultur von Palmyra näher ergründen und wissen nun mehr über den Besuch des Reisekaisers Hadrian in der Oasenstadt Tadmur. Was ein interessanter Abstecher über den Tellerrand hinaus. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss. Und auf Wiedersehen.